Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme in We Happy Few. Und wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf der anderen Seite der Inseln. Und weil ich sage Inseln anscheinend, oder der Insel, sind das hier auch mehrere, wie ich erfahren habe. Es sollen bis zu 5 Bereiche sein. Wir sind todesmüde und sind auch irgendwie verletzt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir so viel Schaden genommen hätten. Lass mal schauen. Safe House, Water. Poisoned Wastrel. Ja, wir sind genau hier auf dieser anderen Seite. Und da geht es anscheinend auch weiter. Was haben wir denn im Inventar dabei? Wir sollten dringend uns versorgen. Haben wir denn Healing Ball? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eins hatten. Ah, wir haben zumindest ein bisschen Platz. Und ich würde sagen, lasst uns einfach eins craften. Und dann nehmen wir das auch gleich. Usen. Und gleich nochmal. Und dank Earl to Inkton muss ich sagen. Nicht die Rotten Mushrooms. Die können wir, glaube ich, ganz gut brauchen. Habe ich erfahren. Ja, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Und Earl to Inkton meinte eben, dass da ist unser Pfeil, dass er gesehen hätte, dass die Lebensmittel schlecht werden. Und pünktlich zum Sonnenaufgang, glaube ich, können wir es wagen, hier in die Stadt zu gehen. Und gleich mal Gas geben, wir müssen dringend. Was ist mit ihr? Sie sieht ja alles andere als gesund aus. Der kümmert sich da wohl nicht drum. Ist ihm relativ egal, dass hier irgendwelche Fallen aufgestellt sind. Soll mir auch recht sein. Oh, ein Cricket. Den können wir natürlich sehr gut brauchen. Ich würde sagen, nehmen wir. Und ja, also es ist eine Weile her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich habe mich ein bisschen informiert. Es ist jetzt also gar nicht weiter schlimm, dass wir in der ersten Karte nicht alle Quests haben. Man kann jederzeit zwischen den Karten wechseln. Ist ja auch mal ganz gut. Den Spruch finde ich übrigens auch ziemlich nice. I'm late for a very important date. Klar, man hat ihn jetzt schon ein paar Mal gehört. Hier in diesem Let's Play. Aber trotzdem immer wieder ganz nice. Da ist unser Inventar voll. Die Sneakers. Können wir die Sneakers nicht... Ja, so spart dann das Ganze nochmal ein bisschen mehr Platz. So. Muss. Wie viel Platz nimmt der weg? Ist vielleicht so ein Doppelplatz, den der braucht. Was machen wir denn da? Hier. So. Hui. Der ist ja ganz schön pompös. Oh, nice. Sehr, sehr nice. So. Das kommt ja wie gerufen. Gerade zur rechten Zeit. Und wir haben komplett unseren
Komplettes Inventar zur Verfügung. Hier geht nichts mehr hoch, wie es scheint. Und ich bin gerade zu Beginn der Aufnahme etwas wagemutig und wir sind sehr, sehr müde. Müssen auch unbedingt mal was trinken. Sehe ich hier. So, da ist es weg. Gut. Ich würde sagen, wir schlafen hier einfach mal. Und schauen, was passiert. Werden sie uns wieder angreifen? Ja, sie sind sauer. Ja, mit R kann man die zurückstoßen. Ist auch nicht gerade das Verkehrteste. Und lasst mich doch in Ruhe. Sind hier alle ein bisschen angepisst jetzt, weil ich in ihrem Bettchen geschlafen habe. Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja. Es wäre jetzt ganz passend, wenn wir... Oh. Hey. Hör auf. Wer in der Burg sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Lass mich doch mal in Frieden, Mensch. Such doch nur das Safe House. Sind die uns noch auf den Fersen? So, hier sieht es ja wohl auf jeden Fall danach aus, als wäre hier ein nächster Übergang zur nächsten Insel. Und ich glaube, ich habe es vorhin jetzt schon mal erwähnt, möchte es jetzt nochmal kurz zu Ende sagen. Es ist eine ganze Weile her, dass ich aufgenommen habe und es bewahrheitet sich jetzt tatsächlich so, dass es ganz gut ist, wenn ich rechtzeitig genügend Aufnahmen vorproduziere. Denn ich finde es sehr, sehr angenehm, jeden Tag eine Folge zu bringen und... ja, man kommt einfach nicht immer zum Spielen und selbst wenn ich die Zeit hätte, oh, schaut mal. Also selbst wenn ich die Zeit hätte, man hat ja auch nicht immer Lust auf eine Aufnahme. Das sieht doch in der Nacht und Pille. Ist das etwa das Haus? 9.54 Uhr, wir haben bald Nacht. Ich glaube, wir müssten dringend Platz schaffen. Stew, ich glaube, das esse ich jetzt mal. Wir werden ja hoffentlich noch eins kriegen, bevor es schlecht wird. Dass wir einfach ein bisschen Platz haben. Und können wir denn nicht noch ein bisschen... craften, damit wir einfach ein bisschen mehr Platz bekommen. So, was haben wir denn? Oh, wir sind schon wieder durstig. Filtered Water. Wie kriege ich das jetzt auf? Holds water like a bottle, but much harder to break. Okay. Wir können es weder usen. Wahrscheinlich haben wir keins. Das ist natürlich bitter. Soll ich jetzt echt riskieren, da reinzugehen? Haben wir vielleicht irgendeinen Anhaltspunkt? Ach so, apropos Anhaltspunkt. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, systematisch vorzugehen. Okay, also hier unten an dieser Stelle ist dieses Haus, wo man... When then see two vessels sitting in front of... Das geht mir eindeutig zu schnell und ist auch zu anspruchsvoll. Ich glaube, ich schmeiß einfach mal eine Pille und wir sehen, was los sein wird.
Wir haben es in der Nacht. Oh, das fühlt sich komplett zu gut an. Aber habt ihr gesehen, die Tür hat sich geöffnet. Man hätte jetzt auf der anderen Karte die ganzen Joy-Tabletten verbraten, wenn man dann da abgelaufen. Finde ich noch ein bisschen suboptimal gemacht. Okay, der Text, den wir gehört haben. Sind wir suspicious? Ich weiß nicht genau, was das heißt. Okay. Es sind anscheinend irgendwelche... Sollen wir komplett auf Joy bleiben jetzt? Ich weiß es gar nicht. Irgendwelche... Betenden. Huch. Find the source of... Without being seen. Okay, failed. Komisch. Komisch, etwas komische Quest hier. Ich denke, das wird noch ein bisschen... Ja. Halt mal die Schnauze. Ich denke, das wird noch deutlich verbessert werden. Aber deutlich. Denn das war jetzt ja schon etwas komisch, muss ich sagen. So, können wir das usen? Ich glaube schon. So, die Kantine. Ich nehme alle mal mit und schaue, ob ich die oben auffüllen kann. Wenn alles nach Plan läuft, dann sollte oben auf jeden Fall wieder so eine... so ein Wasserhahn sein. Den werden wir auf jeden Fall... Huch! Hier auf gar keinen Fall rein. Zumindest noch nicht. Aha, hier ist es anscheinend etwas komfortabler. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass wir jetzt automatisch hier gelandet sind. Weil ich hätte ganz gern den Safe Room alleine gefunden. Und eine Gasmaske, wie geil. Sehr, sehr, sehr geil. Black Powder is now available. Mhm. Pick up Canteen, die nehmen wir auch. Sewing Kits. Duct Tape. Da kann man zumindest einiges mal plündern noch. Und was haben wir denn hier? Mhm. Ist ja doch hier einiges. Maintenance Store. Oh, das sieht allerdings weniger einladend aus und vor allem auch weniger gesund. Geht's hier hoch? Exit? Ja. Ah, die ist broken. Okay. Die ist auch broken. Anscheinend ist das hier unten dann so eine Art Tunnelsystem und von dem wir allerdings abgeschnitten sind, wo wir nicht... was? Chemical Crafting Station? Ah, wie geil! Ich hätte sie beinahe übersehen! Ich hätte sie beinahe übersehen! Schaut mal an! Rotten Potato! Wir können endlich ein Antiseptikum! Und wir machen gleich nochmal eins! Allein aus der Sicherheit heraus. Charcoal, Sapeter, Black Powder, warum nicht? Wir Bandage, Advanced, die haben wir schon. Bin ich mir ziemlich sicher. Elite Healing Balm nehmen wir auch. So, und der will Healing Balm und Bandage. Machen wir doch noch eine Bandage. So, und Advanced First Aid Kit haben wir jetzt auch. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und irgendwie hatten die vorhin nicht volle Energie. Ich bin mir nicht sicher. Können wir denn jetzt noch was in den Safe hauen, wenn wir schon hier sind? Die
Sewing Kids haben wir schon mehr als genug. Rotten Potato. Nein. Dirty Bandage. Nein. DSM-Pill. Was ist denn die DSM-Pill eigentlich? Wo ist sie? Healing Balm auch nicht. Da, 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 da. Ist gar nicht so einfach, da jetzt hier die Pump Repair Kit. Die Dubletten da rauszufinden. Power Cell. Ich glaube, das ging gut. Die konnten wir ganz gut. Brick 9. Rock auch nicht. Dirty Bandage 5-5. Ich glaube, es wäre ganz an. So, die können wir auf jeden Fall zu Dreiern stacken. Immerhin besser als gar nichts. Und Metal Bits 6. Mechanical Parts. Ja, das ist jetzt vielleicht auch noch etwas mühselig, muss man sagen. Haben wir denn die Schrauben schon? 3? Ja, die stecken auch zum Glück. Empty Syringe. Rotten Carrot, Rotten Carrot. Nee, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Die essen wir einfach mal. I feel terrible. Ja. Shredded Raincoat. Night Blooming. Ich glaube, die lassen wir doch mal da. Rotten Apple. Ah, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch brauchen. Oder ob wir die nicht einfach irgendwie entsorgen sollen. Black Powder tun wir mal raus. Metal Bits. Angeblich reicht das ja, wenn man die. Nehmen wir von denen mal ein paar mit noch. So, so. Canteen. Antiseptik. Da nehmen wir auch auf jeden Fall. Blue Current nehmen wir auch. Oh, Blue Current. Da könnten wir uns ein bisschen vollfressen. Das sollte ja auf jeden Fall möglich sein. DSM-Pill. Okay. Cleanses the doors of perception. But some say it's just a placebo. Also manche sagen, das ist nur ein Placebo. Aber es steht Joy und zwar viermal Joy. Okay. Was könnte es sein? Wahrscheinlich etwas. Wahrscheinlich gibt es verschiedene Arten von Joy. Rotten Onion, Basic Lockpick. Shredded, 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 Big Splinter. Okay, Pump Repair Kit. Empty Pill Balls. Also es lohnt sich da einfach mal drauf zu klicken. So, Antiseptik. Ja, ist wirklich ein bisschen unübersichtlich, aber ich denke mal, wir haben genügend Platz geschaffen. Und können wir hier, ja. Those years on Joy. We'll never get them back, will we? Was haben wir? Wir sollten noch eine Runde schlafen. To sleep, perchance to dream. So, dann geht's auch los. Lang genug hier im Bunker verbracht. Und ah, sieht ziemlich ähnlich aus. Wenn jetzt hier noch irgendwo ein Wasser ist, dann bin ich erstmal glücklich und zufrieden, würde ich sagen. So. Ich sehe noch kein Wasser. Ich sehe überhaupt kein Wasser. Das ist nicht so gut. So, hier haben wir mal eine heulende Type und eine maskierte Nonne. Da ist ein Wasser, sehr schön.
So, wir können trinken. Wir können aber auch auffüllen. Was mindestens genauso wichtig ist. Und da haben wir einiges zum Auffüllen, sehe ich. Und das ist sehr gut, weil es stellt sich jetzt eh die Frage, brauchen wir so viel? Okay. So, da war das Haus. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal wieder zu diesem Haus, damit wir das einfach mal abgegrast haben. Und diese Quest haben wir auch schon eine Weile. Ich habe es mir übrigens gerade anders überlegt. Ich denke, ich werde erst hier reingehen. Ruined House. Okay. Bietet sich's da an. Tatsächlich, man kommt echt hoch. Man muss nur ein bisschen schauen. Und die Frage ist, ob es was bringt. Ist nicht wahr, oder? Wollt ihr wirklich, dass ich da hochkomme? Das ist ja krass. Das ist ja krass. Leute, schaut euch das an. Wahrscheinlich sterbe ich, weil ich jetzt hier runterfall. Aber wenn nicht, bin ich cool oder was geht hier ab? Okay, es ist verbuggt. Man sollte vorsichtig sein mit sowas. Aha, es gibt anscheinend noch kein Falling Damage. Aber ich will nicht sterben, aber das hat mich jetzt schon sehr neugierig gemacht. Und gerade weil es keinen Falling Damage gibt. Ich denke, die Entwickler sind mittlerweile schon so schlau, dass sie es auch wegprogrammieren können. Okay, ich gebe auf. Was immer das ist, vielleicht ist es, um oben auszusteigen. Oder es ist noch nicht ganz ausgereift. Mir ist es jetzt hier zu umständlich, jedenfalls. Aber ich denke schon, dass es so in der Art gedacht ist. Obwohl es natürlich auch prozedural erstellt wird alles. Und dann kann sowas natürlich auch potenziell erstmal Zufall sein. So, was haben wir hier? Jetzt schaut er gerade her, das finde ich nicht so gut. So. Wir gehen hier hoch. Ich höre irgendeine hässliche Musik vom Onkel Jack wieder. Hier könnte es was zu essen geben. Onion. Rancid Meat. Brick. So ein Ziegel. Einfach mal schön einen Ziegel mitnehmen. Warum auch nicht? Der wiegt ja auch fast nichts. Also ich trage auch ständig Ziegel mit mir rum. Vor allem wenn ich auf Survival unterwegs bin. So ein Ziegel kann man einfach... Also angenommen, man ist am Verdursten, zack, schwupps, hol ich mir einen Ziegel raus. Dann kann ich mir gleich Wasser kochen. So, ich hoffe, der Onkel Jack sagt nichts Wichtiges. Guter Witz. So, ich loote einfach mal, dass es keinen Morgen gibt. Weil ich hier auch niemanden sehe und eine Joypill können wir natürlich auch immer brauchen. So, also hier war jetzt besagter Ausgang. Aber ich glaube, es ist einfach nicht so gedacht. Deswegen lassen wir das jetzt. Gehen hier rum. Hier sind keine Sachen. Aber... Huch! Ist jetzt hinter uns her? Ich glaube ja.
Aber das ist das Schöne bei dem Spiel. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie es noch schwieriger machen. Weil irgendwie ist es schon, zumindest jetzt am Anfang, schon ein bisschen lame. Also wenn jetzt hier auf der zweiten Map das Ganze genauso abläuft, dann muss ich mich doch nochmal informieren und vielleicht eventuell das Let's Play sogar abbrechen, weil dann ist es mir einfach ein bisschen zu lame, weil ich laufe hier doch nicht einfach rum und das ist ja schon mal ganz nett am Anfang und auch mal dem Loot-Wahn frönen. Aber im Vergleich zu Don't Starve oder The Long Dark, viele sagen auch Bioshock oder sogar Fallout-mäßig. Ja, da hat es aber doch recht wenig zu tun, finde ich. Vor allem ohne Story. Also mit richtiger Story könnte ich mir das ja noch eingehen lassen. Aber nicht so, wie es hier ist. So, was mache ich jetzt? Er rennt am Strand entlang. Okay, schadet aber auch nicht. Was ist das? Ducky? Sieht fast aus wie irgendwas. Rubber Duck. Das hat ausgesehen wie ein Ducky und ich hab's mir jetzt einfach mal geschnappt. Und ich find's cool zumindest, wie der da überall problemlos hochjumpen kann. Das macht schon Laune. Muss ich ehrlich gestehen. Also es macht so einiges an dem Spiel Laune. Man darf natürlich jetzt auch nicht zu voreilig sein. Es ist nach wie vor eine Alpha und bei einer Alpha, ja, also wenn ich mich an die erste Alpha von World of Warcraft erinnere, die damals geleakt wurde und ich einer der Glücklichen war oder einer der Engagierten und Ambitionierten war, die dann auch diese geleakte Alpha mir irgendwie beschafft habe, Asche auf mein Haupt. Das war halt total cool. Da war eine riesige Welt. Zum allerersten Mal für Computerspieler eine riesige Welt, die noch total leer war. Und da war ein paar Mobs, die haben sich total komisch verhalten. Löwen und so Zeug. Und die konnte man dann irgendwie prügeln. Total langweilig. Aber man war einfach fasziniert von dieser riesigen, riesigen Welt. Und wenn man überlegt, was man hier in der Indie-Szene an Alpha-Versionen oder Early Access-Versionen hingegen präsentiert bekommt, das ist schon ja auf jeden Fall beachtlich. Und ich weiß gar nicht, ob das, ja, also Early Alphas sind das mit Sicherheit nicht mehr, meiner Meinung nach zumindest. Ich glaube, man muss aber auch ein bisschen mehr Content liefern, wenn man auch Leute dafür begeistern will, dafür auch Geld zu zahlen. So, wir müssen aufpassen. Haben wir das? Das überprüfen wir nochmal kurz. Ob wir das Abandoned House auch haben. Ich weiß, wir wollten in dieses mysteriöse Haus gehen. Hab's jetzt doch nochmal aufgeschoben.